So, wir sind jetzt hier im Columbus-Modul und ich zeige mal so ein bisschen die verschiedenen Instrumente und Geräte, die wir hier in diesem Modul haben. Fangen wir mal hier hinten links in der Ecke an. Da schwebt jetzt ein Computer, ein Bild, aber das ist ein Rack für medizinische Untersuchungen. Wir haben hier verschiedene Vorratsbehälter, aber auch verschiedene Geräte. Da ist zum Beispiel eine Zentrifuge. Mit dieser Zentrifuge können wir Blutproben dann untersuchen. Und dann werden die Proben, nachdem sie zentrifugiert wurden, eingefroren in einem extrem niedrig temperierten Gefrierschrank, minus 80 Grad Celsius. Und dann können wir diese Proben zurückschicken auf die Erde und werden dann auf dem Boden wieder aufgetaut und dann untersucht. Hier habe ich meine Cosmic Kiss Flagge, um so ein bisschen auch die Inspiration während des Fluges zu teilen mit meinen Kollegen, aber auch während meiner kleinen Videoclips, die ich hier aufzeichne, möchte ich natürlich immer wieder in Erinnerung rufen, was ist eigentlich so die Kernbotschaft, was sind so die Ziele, die wir erreichen wollen. Und meine Flagge, mein Patch, ist ja ausgelegt, zeigt den Mond, dann die ISS in einer kleinen Herzform in roter Farbe und dann rechts den Mond, dazwischen den menschlichen Herzschlag. Das heißt, wir wollen die Menschen in den Raum zwischen Erde und Mond bringen. Wir wollen Licht in die Dunkelheit des Universums bringen. Wir wollen besser verstehen, was ist eigentlich, wie funktioniert das Leben unter Schwerelosigkeit und gibt es irgendwo Leben dort draußen im Weltall als große, themenübergreifende Frage. Die ISS stellt hierbei die Brücke dar zwischen Erde und Exploration des Mondes. Und als kleinen roten Punkt sehen wir oberhalb des Mondes auch den Mars. Das ist ja das nächste Ziel nach dem Mond. Hinten rechts in der Ecke haben wir auch nochmal ein Medizinrack. Ist das ein ähnliches Rack gespiegelt wie auf der linken Seite. Hier haben wir auch nochmal eine Zentrifuge, falls die Zentrifuge auf der einen Seite kaputt ist oder gewartet werden muss, haben wir dann hier die Möglichkeit, auch nochmal Blut zu zentrifugieren und dann noch verschiedene andere technische Geräte, die uns erlauben, menschliche Kerneigenschaften oder Kennwerte zu untersuchen. Das Gleiche haben wir dann an diesem Rack. Hier habe ich Möglichkeit, Blutdruck zu messen, EKG zu messen, Gehirnströmung zu messen, also ein EEG. Dann, wo jetzt die schöne ESA-Flagge hängt, das ist ein Ultraschall-Messgerät. Hier kann ich dann zum Beispiel untersuchen, wie sind die Gefäße und die Organe im menschlichen Körper. Also jetzt bei einem Problem würden die Mediziner uns dann da durchführen, aber auch für Standarduntersuchungen sind zum Beispiel die Gefäße offen. Wir haben ja als Astronaut eine Umlagerung der Flüssigkeit im menschlichen Körper. Und wenn diese Flüssigkeit dann umgelagert wird, dann haben wir auch mehr Flüssigkeit im Oberkörper und im Gehirn. Das heißt, wir haben einen stark erhöhten Hirndruck und die Gefäße, die Arterien am Hals, die werden stärker durchströmt oder, sag ich mal, enthalten mehr Flüssigkeit. Und da müssen wir natürlich sicherstellen, dass diese Gefäße offen sind und nicht irgendwie blockiert werden. Und das wird dann mittels dieser Untersuchungen herausgefunden. Ich drehe mal den Blick ein bisschen nach rechts. Hier auch wieder ein bisschen versteckt hinter dieser ganzen Anzahl an Computern ist ein Rack für biologische Untersuchungen, das Biolab Rack. Hier haben wir zwei Zentrifugen und können dort Proben einsetzen und dann rotieren lassen. Da haben wir zum Beispiel Pflanzensamen oder ganz kleine biologische Einzeller, die wir dann hier einsetzen können in kleine Testkammern. In diese Testkammern können wir dann zum Beispiel dann auch genau verschiedene Parameter auswählen, wie zum Beispiel soll da UV-Licht drauf sein oder normales Licht oder soll da CO2 drin sein. Pflanzen brauchen ja CO2 zum Wachsen und als Energielieferant. Und dann können wir diese Proben rotieren lassen und feststellen, wie wächst eine solche Pflanze und solcher Einzeller unter Schwerelosigkeitsbedingungen, wenn ich dann die Zentrifuge ein bisschen drehen lasse, dann kann ich zum Beispiel auch die Schwerkraft des Mondes, also 0,3 G erzeugen oder dann auch die Schwerkraft des Marses erzeugen, rund 0,6, 0,7 G und dann auch 1 G für die Erde. Und dann kann ich natürlich auch schneller drehen und gucken,
wenn jetzt unsere Erde größer wäre, massiver wäre, also zum Beispiel dann so massiv, dass dort 2G herrschen würde, also dass wir alle stärker angezogen würden, als wir jetzt angezogen werden, würden dann unsere Pflanzen eigentlich auf einem solchen sehr schweren Planeten überhaupt noch wachsen? Wahrscheinlich würden die Menschen dann auch gar nicht mehr so groß werden, wie sie jetzt sind, sondern würden dann wahrscheinlich kleinwüchsiger sein. Alles sehr interessante Fragen für die Wissenschaft. Weiter hinten habe ich ein Rack, was verschiedene Einschübe hat, sodass ich dann kleine Sub-Experimente dort einbauen kann. Und ein ähnliches Rack habe ich hier zu meiner rechten Seite. Das ist auch ein solches amerikanisch geführtes Express-Rack, heißt das. Und hier sehe ich dann verschiedene Einschübe. Und bei diesen Einschüben gibt es zum Beispiel einen spannenden, den ich hier erläutern möchte. Das ist von der Firma Made in Space. Das ist ein 3D-Drucker. Hier können kleine Bauteile unter Schwerelosigkeitsbedingungen 3D gedruckt werden. Das ist natürlich ganz spannend, um Ersatzteile herzustellen. Momentan können wir das nur mit Kunststoff machen, aber in Zukunft dann auch mit metallischen Bauteilen. Und wenn ich mal mich umschaue in meinem Modul, dann sehen wir, dass ich da überall sehr viele Taschen rumliegen habe, und in diesen Taschen sind sehr viele Ersatzteile vorhanden, Ersatzteile, die ich vielleicht gar nicht brauche, aber die wir hier oben haben müssten für den Fall, dass etwas kaputt geht. So, wenn ich jetzt ein Ersatzteil 3D drucken kann, dann kann ich mir natürlich sehr viele Ersatzteile sparen. Und ich brauche eigentlich nur den Rohstoff mit hochzubringen. Und nur wenn etwas wirklich kaputt geht, dann nutze ich meinen Drucker, um dieses Ersatzteil dann herzustellen, hier unter Weltraumbedingungen. Daneben sehen wir sehr viele kleine Gewächshäuser, und das sind sie auch. Hier werden wir in den nächsten Tagen wieder Pflanzen wachsen lassen. Ich weiß nicht, beim letzten Mal gab es kleine Paprikas, auch Tomaten wurden hier schon mal gezüchtet. Kann sein, dass wir jetzt dieses Mal Kopfsalat züchten. Ich lasse mich da mal überraschen. Auf jeden Fall habe ich mit dem Boden schon vereinbart, bitte kein Licht hier drin, während abends 11 Uhr und morgens 7. Das ist nämlich meine Schlafzeit. Und mein Bett befindet sich hier in unmittelbarer Nähe, nämlich hier vorne über dem Cosmic Kiss Zeichen. Diese Kabine ist meine Schlafkabine. Die zeige ich, glaube ich, mal ein bisschen später, wenn ich sie aufgeräumt habe. Wir schauen mal jetzt kurz rein, damit das Astronautenchaos auch mal zu erkennen ist. Also hier habe ich verschiedene Sachen außen mit Klettverschluss angeheftet. Sachen, die ich dann regelmäßig brauche, wie zum Beispiel Stifte oder hier auch einen kleinen Trinkbehälter. Und dann auch kleine Stautaschen, in denen ich dann verschiedene Sachen stauen kann. Was man hier sieht, ist mein Schlafsack. In diesem Schlafsack hänge ich dann nachts diagonal in dieser ganz kleinen Kabine. Die Kabine ist eigentlich ein bisschen klein für mich, aber wenn ich diagonal in dieser Kabine schwebe, dann bin ich doch genügend, sag ich mal, komfortabel in dieser Kabine, dass ich dann auch hervorragend schlafe. Ich schlafe eigentlich fast besser als auf dem Boden. Und wenn ich nicht einen Wecker immer stellen würde, dann würde ich wahrscheinlich dann jeden Morgen verpennen. Ist mir sogar auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass ich nicht rechtzeitig wach wurde. Und dann kommen dann meine Kollegen ganz nett und sagen, ey, wir haben bald unsere Morgenkonferenz, du musst jetzt mal endlich wach werden. So, ich habe da eine schöne LED-Decke, also schönes Licht. Das ist ein bisschen komfortabler als bei meinen Kollegen in den älteren Kabinen. Diese Racks, die man zwischendurch immer wieder sieht, das sind Staurecks. Das sind viele Sachen an der Vorderseite montiert, Sachen, die ich halt immer wieder brauche, griffbereit habe. Also unten der weiße Sack ist ein Mülleimer. Dann habe ich da verschiedene Tücher,
mit denen ich Sachen wegwischen kann. Desinfektionstücher, feuchte Reinigungstücher, aber auch trockene Tücher, um bei den verschiedenen Experimenten dann meine Laborausrüstung immer griffbereit zu haben. Die Kameras finde ich immer ganz interessant. Als ich das erste Mal hier zur Raumstation kam, hat mich da so ein bisschen erschreckt. Wir haben ja ganz teure Fotoausrüstung, aber diese Dinger, die brauchen alle nur einen kleinen Klettverschluss, um dann irgendwo nicht wegzuschweben. Also diese Kamera, ab und zu stoße ich mal dagegen, dann schwebt sie da durch den Raum. Und damit sie nicht einfach wegdriftet und irgendwo aneckt, haben wir dann Klettbänder an verschiedenen Stellen. Und dann wird diese Kamera einfach mit Klettband ganz vorne am Eingang des Columbus-Moduls habe ich den elektromagnetischen Levitator. Das ist ein Schwebeschmelzofen. Und dieser Ofen mit den vielen, vielen Schläuchen dient dazu, dass wir metallische Proben, die sich in diesem Metallbehälter hier befinden, den ich jetzt einmal hier zeigen kann, diese metallischen Proben im Innern dieser Röhre werden einzeln in diese Apparatur hineingeschoben. Das passiert automatisch, gesteuert von den Kollegen auf dem Boden, und werden dann in diesem großen Modul im Innern freischwebend aufgeschmolzen. Und das führt dazu, dass wir hier Temperaturen erzeugen können von über 2000 Grad. Das heißt, Metallproben, die wirklich auch hochschmelzend sind, können hier erschmolzen werden, dass sie flüssig sind. Das sind dann flüssige Kügelchen. Und diese Kügelchen können wir ohne Kontakt zu einer Kokillenwand, also einer Gussformwand, dann untersuchen. Wir können die durch diese durch gewisse Verfahren zu Schwingungen anregen und können dann sehen, wie vibrieren diese Metallkügelchen im flüssigen Zustand bei welcher Temperatur. Und über diese Bewegung, diese Vibration dieser Metallkügelchen können wir erkennen, wie viskos, also wie zähflüssig ist das Metall im flüssigen Zustand bei einer gewissen Temperatur. Also wenn man kurz vor dem Erstarrungspunkt ist, dann ist das Metall natürlich ein Stück etwas zähflüssiger, und wenn man ganz hoch erhitzt, dann ist es ganz, ganz dünnflüssig. Und das ist ein ganz wichtiges, das sind ganz wichtige Erkenntnisse oder Daten, die man braucht, wenn man auf dem Boden, auf der Erde ein Produkt erschmelzen will, zum Beispiel einen Motorblock erzeugen möchte. Ein Motorblock wird in eine Form gegossen, und man möchte jetzt natürlich, dass diese Form komplett perfekt gefüllt wird und nicht irgendwelche Löcher in der Gussform verbleiben. Also dann wäre ein solcher Motorblock natürlich sehr teuer in der Herstellung und nachher nutzlos in der Anwendung. Und deswegen versucht man das alles zu optimieren. Ich kann natürlich immer sagen, ich möchte jetzt einen Motorblock haben mit sehr dicken Wänden, dann ist es einfacher in der Herstellung, aber dann ist der Motorblock natürlich auch teurer, weil schwerer, verbraucht viel mehr Material, und später im Einsatz verbraucht das Auto natürlich dann auch mehr Benzin, mehr Energie. Also das heißt, es ist nicht so effizient. Für einen aktiven Beitrag der modernen Technik müssen wir gucken, dass unsere Fortbewegungsmittel immer leichter werden, also leichtere Flugzeuge, leichtere Autos, damit wir effizienter diese Transportmittel nutzen können. Und deswegen müssen wir die Werkstoffe, die wir zur Herstellung der Motorblöcke oder dieser Geräte verwenden, optimieren, damit wir gerade so viel Material verwenden, wie erforderlich ist. Und deswegen müssen wir ganz genau verstehen, wie ich dieses Metall dann in der Herstellung zu behandeln habe. Und das lernen wir mit den Daten, die wir hier im Weltraum gewinnen. Hier in der Ecke haben wir unser Funkgerät. Hier habe ich dann ab und zu Kontakt mit Schülerinnen und Schülern aus der ganzen Welt. Letzte Woche hatte ich noch mit Schülern aus Deutschland gesprochen. Dann bin ich hier und schalte mein Gerät an. Und dann habe ich ein Funkgerät. Und in diesem Funkgerät kann ich dann den Kanal auswählen. Und dann rede ich mit den Kindern, den Schülern aus Deutschland zum Beispiel. In dieser Woche habe ich dann mit Schülern aus Bremen und mit Schülern
aus Sulingen gesprochen und das war ganz lustig. Dann habe ich so einen Pass, wenn wir über Deutschland fliegen, das dauert dann ungefähr 10-12 Minuten, wo ich dann reden kann. Und in diesen 10-12 Minuten können mir die Kinder dann über eine Funkverbindung, das ist also jetzt nicht die normale Satellitenverbindung der NASA, sondern über eine normale Funkverbindung, die vom Boden aus direkt hier hochgeschickt wird, können die Kinder dann mit mir reden, mir Fragen stellen und ich schicke ihnen dann hoffentlich auch genügend schöne Antworten zurück. Dann sehen wir auch, dass ich hier viele Kameras habe in dem Columbus-Modul. Eine weitere Kamera ist gerade hier installiert gewesen. Mit dieser Kamera mache ich dann meine normalen Interviews. Die habe ich jetzt hier aufgebaut und dann stehe ich dann da vorne vor meinem Cosmic Kiss Logo und filme mich sozusagen selbst und schaue dabei in die Kamera und versuche die Fragen der Reporter auf dem Boden zu beantworten. So, aus dieser weiten Sicht, wenn ich jetzt langsam rausschwebe aus meinem Columbus-Modul, sieht man, dass es eigentlich sehr chaotisch hier aussieht. So viele Kabel, so viele Schläuche, so viele Dinge, die installiert sind. Da fragt man sich wahrscheinlich, wie funktioniert das Ganze? Aber es ist trotzdem alles mit sehr viel System. Ich muss natürlich viele Experimente auf- und abbauen und deswegen muss es alles sehr schnell gehen. Wenn ich diese ganzen Kabel, die ich jetzt hier an den Wänden habe, immer ordentlich verlegen würde, dann brauche ich viel mehr Zeit mit Aufbauen und Abbauen, als ich für das Arbeiten habe. Das heißt, diese Kabel sind strukturiert, auch wenn das so nicht aussieht, und erlauben mir, möglichst schnell Zugang zu haben zu Strom, damit ich einen Computer anschließen kann, aber auch dann Internetkabel, aber auch für Kamera, Bildmaterial. Und ja, das ist alles dann immer wieder widergespiegelt. Also die Kabel, die ich jetzt hier auf der rechten Seite habe, die finden sich meistens dann auf der linken Seite noch einmal wieder. Hier zeige ich mal eine kleine Versuchsbox. In dieser Versuchsbox befinden sich Experimentkammern, die ich gestern ausgebaut habe. Und diese Versuchsbox diente dazu, Schäume oder Flüssigkeiten unter Schwerelosigkeitsbedingungen zu untersuchen. Diese Box habe ich ausgebaut aus dem Gerät, was FSL heißt. Und FSL ist ein Rack, ein Physiklab. Das habe ich noch nicht gezeigt. Das befindet sich nämlich hier an der Decke. Genau oberhalb dieser Kamera. Das sieht jetzt alles aus wie eine Maschine oder eine Kiste, wo nur Bleche davor sind. So ist es bei den meisten Geräten hier auf der Raumstation. Die ganzen Versuche laufen abgeschirmt im Innern dieser Maschinen ab. Abgeschirmt deshalb, weil wir möchten natürlich nicht, dass die Astronauten gefährdet sind. Wenn da eine Flüssigkeit strömt, dann soll natürlich diese Flüssigkeit nicht austreten können und den Astronauten dann irgendwo in die Augen schweben oder auch beim Einatmen in die Lunge schweben könnte. Und deswegen ist sehr wichtig, dass alles immer abgeschirmt erfolgt. So, und ich habe diese Box dann gestern aus diesem Gerät jetzt hier ausgebaut. Dort oben aus dieser Kammer habe ich das dann herausgezogen und dann werde ich hoffentlich in den nächsten Tagen eine neue Versuchskiste einbauen mit neuen Forschungsideen, Forschungsaufträgen. Diese Kisten muss ich dann immer mal wieder anschließen. Also hier sehen wir dann Schläuche. Die Schläuche habe ich dann anmontiert. Dann habe ich dann elektrische Kontakte, die muss ich anmontieren. All dies habe ich im Rahmen meines Trainings dann gelernt und ist Teil meines Versuchsaufbaus. Manchmal muss ich diese Kabel auch modifizieren. Das war dann gestern Abend meine Aufgabe. Dann hatte ich diesen Kabelbaum, der hatte bis gestern Abend noch 5 verschiedene Kabel. Da musste ich dann eins rausmontieren und ein bisschen verändern. Und jetzt für den nächsten Versuchsaufbau brauchen wir nur noch diese 4. Bei diesem Aufbau ist mir noch etwas schief gegangen. Dann habe ich nämlich dummerweise eine Schraube abgerissen bei diesem Versuchscontainer. Das sieht man hier. Diese Schraube war ein bisschen fest angedreht. Das ist für ein Erdungskabel. Und dann habe ich dann dummerweise an dieser Stelle die Schraube beim Rausmontieren abgerissen. Das ist jetzt so ein kleines Problem. Das müssen wir dann mit Koordination des Bodenkontrollzentrums in München versuchen zu lösen. Ich denke, wir können auch diese anderen Schrauben rechts und links benutzen, um das Erdungskabel dann hier
anzuschließen. An dieser Stelle hier erfolgen die Blutproben. Hier haben wir alles vorbereitet, was wir brauchen. Also hier diese Tasche hat sehr viele Halterungsmöglichkeiten, um Blutröhrchen reinzustecken. Und dann die Blutröhrchen, die wir dann verwenden wollen, die können wir auch auf diesem Klebeband festmachen. Das heißt, dort fliegen die Sachen dann nicht weg. Auch diese Connector-Anschlüsse, wenn ich das dann zum Beispiel brauche, um dort ein Blutröhrchen reinzumachen, dann kann ich mir das so ein bisschen vorbereiten und hier einfach dann aufkleben. Und dann hält das auf dieser Klebefläche. Die ganzen Nadeln müssen wir danach entsorgen. Die dürfen uns ja auch nicht dann wegschweben. Deswegen haben wir hier hinten dran in Rot diesen speziellen Behälter. Das ist ein Nadelbehälter. Dort können wir dann die Nadeln oben halt reinstecken, sodass die Nadeln dann nicht dann rausschweben und eine Gefahr für uns werden. Verschiedene medizinische Materialien, also so eine Art Tupfer habe ich dann. Dann habe ich auch Desinfektionstücher. Und natürlich auch die nicht sehr gewünschten Nadeln. Aber das muss natürlich sein. Hier unten gibt es dann einen kleinen Müllbehälter für diesen Biomüll. Müssen wir alles dann immer kennzeichnen. Wir haben verschiedene Arten von Müll. Und diesen Müll dürfen wir nicht einfach wegwerfen, sondern der muss klar getrennt sein und dann auch entsprechend markiert sein in Biohazard, also biologischer Abfall, den müssen wir dreifach verpacken, damit nicht, wenn eine Verpackung kaputt geht, da jetzt irgendein Kollege dann kontaminiert werden würde mit, sag ich mal, Blut, Urin oder manchmal auch Kot, was wir da verwenden, und Speichel. Das sind ja die verschiedenen Körperflüssigkeiten, die wir hier einsammeln und verwenden. Hier sehen wir nochmal das Grundprinzip. Ein Versuchsaufbau, ein solches Labor, ein solches Rack, hat sehr viele Anschlüsse. Da gibt es Anschlüsse für Gas, für Wasser, für Daten, für Strom. Und das heißt, ich kann mit einem solchen Rack dann immer verschiedene Versuchs-Mini-Labore hier hochfliegen in einen solchen Einschub. Da oben sehen wir mal einen leeren Einschub, dann einfügen. Und dann mittels Daten außen verbinden oder mit diesen Kabeln verbinden. Und dann kann ich hier einen kleinen Versuchsaufbau neu erstellen. Und diese Versuchseinschübe, wie jetzt zum Beispiel diese blaue Box jetzt hier, die werden dann entsprechend für einen speziellen Versuch hochgebracht und dann entsprechend dann nur für diese Versuchsreihe aktiviert. Und diese Kisten, die sehen meistens ein bisschen komplexer aus. Viele Schalter, viele Anschlüsse. Und was sich dann genau im Innenraum dieser Kiste abspielt, das wissen oft nur die Wissenschaftler und die Techniker auf dem Boden. Wir Astronauten müssen das Ganze hier aufbauen und entsprechend dann installieren. Und sobald das dann installiert und aufgebaut ist, übernimmt die Bodenkontrolle die Verantwortung. Dann gibt es auch Versuche, die so ein bisschen bunter aussehen. Dieser Versuch hier hat eine rote Schnur um sich herum und mit diesem roten Band möchten wir den Astronauten, die hier rein und rauskommen, also hauptsächlich mir, signalisieren, bitte nicht anstoßen. Bitte nicht anstoßen, das bedeutet, dieser Versuch hier ist empfindlich für Erschütterungen. Das ist nämlich ein Sensor für Weltraumstrahlung oder leichte Ionen, die hier entdeckt werden sollen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass da gemessen wird, aus welcher Richtung die kommen. Wenn ich das jetzt hier anfassen würde, anstoßen würde, dann kann die Orientierung dieses Sensors verändert werden und dann würden die Messergebnisse nicht mehr so genau sein, nicht mehr so exakt sein. Ich habe insgesamt auch in diesem Labor hier verschiedene Strahlungssensoren. Haben wir hier noch eins unserer französischen Kollegen. Dieses Gerät hier wurde in Frankreich gebaut, wird auch von Frankreich betreut.
Es heißt Lumina, Dosimeter, und auch hiermit messen wir verschiedene Strahlungsanteile. Eine schöne Frage ist jetzt natürlich, wie werden denn alle diese Geräte hier oben mit Strom und Spannung versorgt? Wenn man sich jetzt die verschiedenen Kabel hier unten anschaut, dann erkennt man schon, das ist gar nicht so einfach. Wir haben außen an der Raumstation Solarsegel und diese Solarsegel erzeugen Strom. So wie zu Hause die Photovoltaik auf dem Dach, so machen wir das auch im Weltall. Ist ja auch für den Weltraum erfunden worden, die ganze Photovoltaik. Und dieser Strom kommt als Gleichspannung hier in der Station dann an. Für manche Geräte brauchen wir aber eine Wechselspannung. Also aus den Solarzellen kommt Strom, Gleichstrom, und dieser Strom kommt dann in den verschiedenen Modulen an. In diesen Racks, die wir hier überall im Modul haben, ist auf der Rückseite eine höhere Spannung. Diese Spannung ist zu hoch, dass sie sicher wäre für uns Astronauten. Deswegen ist in den amerikanischen Segmenten der Standard 28 Volt. Und wir haben hier eine Box. Diese Box hat nun 28 Volt Eingang, 28 Volt Gleichspannung. Aus dieser Box kann ich nun mittels verschiedenen Anschlüssen Strom rausziehen. Geräte, die mit 28 Volt betrieben werden. Oder ich kann diese 28 Volt noch einmal konvertieren in 120 Volt, damit ich dann auch kommerzielle Geräte anschließen kann. Das heißt, aus dieser Box geht dann der Strom in diesen Powerstrip, also diese Steckdosenleiste. Und aus dieser Steckdosenleiste kann ich dann zum Beispiel diese Box versorgen. Diese Box erlaubt es mir ja, kommerzielle Geräte, also 120 Volt Anschlüsse herzustellen, sodass ich im Endeffekt ein kommerzielles Gerät hier in diesen Stecker reinstecken kann und damit auch dann normale kommerzielle Geräte benutzen kann. Ein ganz wichtiges Gerät ist zum Beispiel unser Staubsauger. Der wird hier angeschlossen. Aber auch meine Ladekabel. Hier an diesem kleinen Ladegerät, das ist ein Multiladegerät, ähnlich wie zu Hause, habe ich hier auf der einen Seite dann Eingang, habe ich auf der einen Seite Eingang 120 Volt, also amerikanisches Ladegerät, da fließt der Strom hier rein. Und auf der anderen Seite habe ich dann meine USB-Anschlüsse und kann dann meine verschiedenen USB-Geräte aufladen, wie zum Beispiel meinen Kopfhörer oder dann auch verschiedene technische Geräte, wie zum Beispiel auch das Dreams Stirnband, was ich dabei hatte, um meine Schlafqualität zu überwachen. Das wird dann hier alles dann geladen. Diese bunten Backsteine, die wir hier haben, das ist auch, um nochmal die Computer mit Spannung zu versorgen. Dummerweise werden unsere Computer bei einer anderen Spannung betrieben als die 28 Volt, die wir hier zur Verfügung stehen haben. Deswegen müssen alle Computer noch einmal mit einer extra Box versorgt werden. Diese Box sieht jetzt ein bisschen größer aus als das normale Ladegerät bei einem Computer zu Hause. Hängt damit zusammen, dass diese Boxen natürlich warm werden. Auf dem Boden kann man das über normale Luft dann halt die Wärme abtransportieren. Aber hier im Weltall ist es ja so, die warme Luft strömt nicht einfach nach oben und die kühle Luft dann von unten bei und man hat ständig eine Sogwirkung. Wegen der Schwerelosigkeit funktioniert das halt nicht bei uns hier oben. Deswegen müssen wir alles zwangskühlen. Das heißt, hier gibt es dann einen kleinen Ventilator, der in diesem Gerät hier eingebaut ist. Und alle elektrischen Geräte hier haben immer noch einen Ventilator dabei, sind meistens auch aus metallischem Gehäuse hergestellt, damit die Wärme halt über das Metall abgegeben werden kann. Hier haben wir dann die Lüftungsschlitze für Einlass und Auslass. Und deswegen sehen diese technischen Geräte, die wir auf der Erde so klein und fein kennen und kompakt haben, hier oben im Weltall doch ein bisschen klobiger aus. Die Luft, die wir einatmen, die wird durch Lüftungsschlitze
hier eingeblasen. Wir haben dann auf der Oberseite in jedem Rack einen solchen Lüftungsschlitz. Der Lüftungsschlitz hier hinten versorgt meine Kabine über einen Schlauch. Und die Luft fließt dann zurück über dieses Gitter hier. In diesem Gitter, da sieht man schön, da wird alles, was in der Kabine frei schwebt, eingesaugt. Und deswegen hängt da jetzt auch Paxi. Befreien wir mal Paxi wieder, dass Paxi wieder schweben kann.